Hallo, ihr lieben Leute da draußen und willkommen zu einer neuen Folge The Long Dark. Die letzte der Woche. Wir haben Freitag, Freitag. Und ich würde mal sagen, wir gehen heute zur Feier des Tages, dass das Wochenende vor der Tür steht, raus auf den See, auf diese Insel, auf der ich noch gar nicht war, denn Inland können wir immer noch erkunden. Da sind wohl noch einige Häuser und auch ein Ausguck. Aber ich würde wirklich gerne mal auf diese Insel gehen, auf der ich noch nie war. Und das machen wir jetzt einfach mal und hoffen mal, das Wölfchen, das wir gestern gesehen haben, das sitzt jetzt nicht direkt vor der Tür und wartet darauf, dass ihm der Happen direkt ins Maul läuft. Gucken wir hier erstmal um. Wieder daneben geschossen. Ich hab's im Moment. Mit dem daneben schießen hab ich's im Moment. Keine Leiden. Okay. Nichts, was man behandeln müsste. Gut. Egal, 85%, das geht alles noch, solange der uns jetzt nicht gleich wieder hinterherläuft. Ist die Frage. Gehe ich noch zu den Fischerhütten? Ja. Sind die eigentlich rund um die Insel angeordnet? Und da hinten ist ja auch noch eine Insel, ne? Sind ja. Ist ja nicht nur eine. Okay, da kommt wieder der Rauch raus. Eine Hütte. Also wenn ich so die Hütten sehe, dann kann man ja davon ausgehen, dass hier öfter mal Winter herrscht und Schnee und Eis. Dass das hier eigentlich relativ normal ist. Also warum haben diese Leute denn eigentlich so normale Autos? Denn wenn ich in so einer Region wohnen würde, wo öfter Schnee und Eis herrscht, dann hätte ich einen Jeep, einen Land Rover oder sowas. Allradantrieb, Schneeketten drauf. War doch kein popeligen Ford. Laufen da zwei Wölfe? Och nee, ne? Da laufen zwei. Haben die sich jetzt schon zusammengetan? Och Mann. Darf das denn wahr sein? So, ihr Lieben. Wahrscheinlich ein Pärchen. Haben die mich jetzt gesehen? Wir laufen erstmal zu der Hütte da drüben. Schön. Die wollen dahin, wo ich hin will. Das ist aber nicht nett. Die sind wohl wirklich zusammen. Die gehören wohl wirklich zusammen. Die gehen ja beide in die gleiche Richtung. Ich könnte mal die Kugel nachladen, die ich gerade gefunden habe. Dann haben wir den Schuss quasi wieder drin, den wir verplempert haben. In großer Dummheit. Aber was soll ich machen? Wehrlos wollte ich mich dem nicht hingeben. Ich hätte auch einfach die Fackel rausholen sollen, aber ich wollte jetzt nicht die Fackel verbrauchen. Ganz ehrlich, mit zwei Wölfen im Rücken ist mir das nicht so wohl, wenn ich mit dem Rücken zur Tür stehe. Noch eine Fackel. Das ist doch schön. Dann haben wir jetzt ja zwei.
Allerdings haben wir auch zwei Wölfe. Und ich weiß nicht, wenn ich dem einen die Fackel hinwerfe, ob der andere sich dann auf mich stürzt, bevor ich die Fackel wieder aufheben kann. Ich gehe jetzt einfach mal da vorne an der Landspitze da auf den... auf die Insel. Na toll, die laufen zum Haus, ne? Also einen sehe ich zumindest. Und wo ist der andere? Hallo Wölfchen. Nicht aufteilen. Bitte bleibt mal zusammen. Das ist mir lieber. Ja. Du mich auch. Schön, Bartflechten. Kann ich die pflücken oder kommt dann da vorne, das ist dieses elende Viech? Ich bleib mal lieber hier. Ich glaube, ich nehme doch die Fackel. Wenn der jetzt wieder zwischen den Bäumen rauskommt. Trügerische Stille umgab Uschi, während sie nach den Wölfen Ausschau hielt, die ihr nach dem Leben trachteten. Wo waren sie? Versteckten sie sich? Lauerten sie in ihrem Versteck auf ihre Beute? Da ist irgendwas. Ich würde ja gerne da runterhüpfen, ich habe nur Angst. Ich glaube, ich habe mich gerade... Geht doch. Ich dachte gerade, ich habe mich schon da in... Hilfe, ich sehe den Punkt nicht da. In so eine... Situation manövriert, wo ich nicht mehr vor und zurück kann und den Spielstand neu laden muss. Puh. Auch nicht schon wieder. Boah, jetzt bleib bloß weg. Wenn du nochmal haben willst, dann ziele ich dir genau in die Augen. Und zwar mit dem Gewehr. Lass mich hier nicht vertreiben. So, ein schönes Häuschen. Guten Tag. Der Vorwegvertreter schon wieder. Und Streichhölzer. Neset. Warum kann man eigentlich nicht in den Keller? Ich würde da gerne rein. Oder sind die Häuser mit Keller, also ist der Keller von außen zugänglich? Wäre ja eigentlich, wäre es ganz cool, wenn man den Schlüssel für den Keller finden könnte und dann den Keller damit aufschließen könnte. Das wäre irgendwie ein sehr cooles Gimmick. Von wegen, wer danach sucht, der hat Glück und kann ihn finden. Und wer eben gar nicht danach guckt, der hat Pech und
lässt einen Raum außer Acht. Ja, blendet ihn nicht. Das Gratiskaninchen ist immer gut. Tomatensuppe. Salzcracker. Die habe ich aber jetzt auch schon sehr oft gefunden. Das war alles durchsucht, da war nichts drin. Schrank ist leer. Da war ja auch nichts, ne? Nein. Wollpulli. Oh, und da oben steht eine Lampe. Ist da was drin? Jawohl, aber nicht viel. Weil wir haben ja eine fast volle. Von daher ist es hier eigentlich egal. Dann gehen wir mal nach oben gucken. Es wäre sau cool, wenn wir hier jetzt aus dem Fenster gucken könnten. Aber leider geht das nicht. Beispiel könnte man den Schlüssel, weil wir jetzt doch mal zurück zu dem Thema Keller kommen, könnte man ja hinter irgendwelchen Möbeln verstecken. Zum Beispiel hinter dem Regal. Oder so. Und wer das auseinander nimmt, der findet halt den Schlüssel und wer nicht, ja, dem nicht. Das. Mal gucken, ob wir da noch was Interessantes finden. Schal. Okay. So wie sie das sagt, könnte man ja eigentlich meinen, hier hat gerade irgendwelches Sexspielzeug gefunden. Handschellen. Vibratoren. Irgendwelche Seile zum Fesseln. Und kein Schal. So, dann würde ich hier jetzt schon mal gleich ein paar von den Sachen reinpacken, die ich hier gefunden habe. Denn das will ich nicht alles mit mir rumschleppen. Ich habe so viel dabei. Genau, das können wir ja alles noch holen, wenn wir es doch noch brauchen sollten. Ich habe das aber alles ja gerade erst repariert. Von daher das mit. Genau, und die Fackel... Die lassen wir auch gleich hier. Nutzt uns ja nichts mehr. Hm, 94, 72. Och doch, die war ja doch relativ voll. Ich dachte irgendwas mit 20. Da habe ich nur die letzte 2 gesehen und die 7 außer Acht gelassen. Jetzt haben wir 3 Niesets. Das fast kaputte habe ich da gelassen übrigens. Falls sich jetzt jemand fragt, jo, wo ist denn das Nieset hin? Sie hatte doch eins. Ja, hatte ich. Wir müssen mal, glaube ich, was essen, ne? Oh, schönes Wolfsbild. Vielleicht gehören die Wölfe ja doch zur Insel. Wir essen mal was von unserem Fleisch. Und trinken mal was von unserem Wasser. Wir haben fast 40 Kilo dabei, meine Güte. Wir lassen das aber jetzt mal so. Wenn wir relativ schwer beladen sind. Ich mag das Essen nicht hier lassen. Bei den Klamotten ist es was anderes. Wir gehen da jetzt mal raus. Und dann will ich einmal um die Veranda drumherum und gucken, wo die Mistviecher rumschleichen. Na? Meine getreuen pelzigen Freunde. Wo seid ihr? Da unten ist einer, wenn ich es richtig sehe. Gut. Vielleicht sind die jetzt schon wieder zusammen unterwegs. Ich würde jetzt mal versuchen, hier runterzukommen und zu der anderen Insel zu gelangen. Insofern das möglich ist. Ja, das sollte doch machbar sein.
Kommt man da hinten eigentlich hin? Oh. Man zu der Insel da auch? Das können wir ja auch noch probieren. Im Moment werde ich das aber nicht tun. Ich will erst hier hin. Der folgt uns ja nicht, ne? Er hat jetzt umgedreht eben. Ich lass dich nicht aus den Augen, du elendes Viech. Einer auf der einen Seite von der Insel und einer auf der anderen Seite. Aber der geht uns nicht hinterher. Und da hüpft hoffentlich nur ein Killerhasi und kein neuer Wolf. Ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll von den Viechern. Und Bär wäre nicht schlecht. Ich hätte nämlich gerne noch so einen Bärenfell-Schlafsack. Ich habe aber ja nur ein Bärenfell. Allerdings stellt sich da schon wieder die Frage, wohin mit den 35 Kilo Fleisch? Denn die kann ja kein Mensch im Leben essen. Ich habe ein Gewehr gefunden! Hm, komm zu Mama! 44%! Scheißegal, jetzt hätte ich es fast stehen lassen. Wir haben ein zweites Gewehr. Und wir sind jetzt über 40 Kilo beim Gepäck. Und zwar weit über 40 Kilo, nämlich fast 44. Aber egal. Das ist ein Gewehr, hey. Ups, Entschuldigung, ich bin gerade gegen die Maus gekommen. Das ist ein Häschen, ja. Drei Kaninchen brauche ich auch noch, ihr süßen Dinger. Von euch brauche ich auch noch drei für meine Handschuhe. Ja. So, wie ist das denn eigentlich mit den Kaninchen? Kann man die jagen? Das werde ich nur in dem Fall versuchen, dass ich noch mindestens fünf, so ein Fünferpack Munition finde. Ich will nämlich das Zeug eigentlich nicht vergeuden. Wir sind sehr schwer beladen. Aber wir nehmen mal noch die Bartflechten mit. Da hier ja gerade schon mal drei Stück hängen. Das bietet sich ja an. Stöcker brauche ich nicht. Oh, wir kommen kaum den Berg hoch. Uschi, schieb. Oder ich schieb dich ein bisschen von hinten an. Oh, das wird steil. Gleich hängen wir doch mit dem Rücken, mit dem Rucksack auf dem Boden und können uns nicht mehr bewegen. Oh, doch, wir schaffen's. Uschi, hast du gut gemacht. Haseninsel, ja, ich sehe schon. Hoppel, hoppel. Ist hier auch nur ein Haus? Gut, dann gehen wir da mal rein. Guten Tag. Noch eine Laterne möchte ich eigentlich jetzt nicht mitschleppen. Wir haben schon so viel. Boah, Bücher und hier und da. Buch. Bank. Salzcracker. Ich dachte, ich hätte ein Buch gesehen, aber das war ein Salzcracker.
Da ist nix. Wird's langsam dunkel? Nee, 6 Stunden noch übrig, dann ist das Haus nur so dunkel, oder? Ich hab nur den Eindruck, es wird dunkel. Also hat sich meine Sicht auch verschlechtert. Ein Süppchen in Ehren kann keiner verwehren. Kommen wir da schon wieder raus? Oder wo kommen wir da hin? Jo. Aber durch die Tür sind wir nicht rein, oder? Ach, ich wollte ja bei dem anderen Haus mal gucken, ob man da irgendwie in den Keller kommt. Aber ich habe da nichts gesehen. Also mir ist da nichts aufgefallen. So, da muss man noch gucken. I'll take it. Noch ein Tomatensüppchen. Ich habe früher meine Oma mal ausgelacht, dass die so viele Dosen gehortet hat. Jeder, der eine Oma hat, die noch den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat, der wird das kennen. Die Leute, die horten wirklich noch Dosen und Eingemachtes. Vor allem also Dosen und Eingemachtes. Ohne Ende. Kann man nie genug von haben. So 10 Dosen Mandarinen, 20 Dosen Pfirsiche, 40 Dosen Suppe und Ravioli und keine Ahnung was, was man halt gerade so kriegt im Angebot. Plus dann selbst eingekochte Kirschen, Marmelade und keine Ahnung was noch alles. Aber ganz ehrlich, wenn uns sowas hier mal passieren sollte oder so eine Zombie-Apokalypse, dann hat man da natürlich, ist man froh drum, wenn man sowas hat. Dann hat man es da natürlich besser als so mancher anderer, der so einen Vorrat nicht hat. Allerdings gibt es ja dann die richtig bekloppten Menschen. Weiß nicht, ob der ein oder andere wird davon vielleicht schon eine Dokumentation gesehen haben im TV. Es gibt so Menschen, die bauen sich ja wirklich Bunker. Die bunkern da ihre Batterien und Essen, Trinken, Generatoren und keine Ahnung was. Die bereiten sich schon richtig auf die Apokalypse vor. Hm, das will come in handy. Das finde ich schon ein bisschen gruselig. Das nehmen wir nicht mehr mit. Wir kommen so schon kaum voran. Wir sind bestimmt über 50 Kilo weit. 52. Also mit 52 Kilo trippelt man nur noch Minischritte. Deswegen werden wir gleich mal ein bisschen Gewicht los. Verband ist immer gut. Da steht noch was, ne? Noch ein Verband. Das ist sehr schön. Da können wir uns schöne Bartflechtverbände machen mit. Trippel, trippel, trippel. Oh, wir fangen hier gleich mal an. Sonst schaffe ich nicht mehr. Einfachstiefel, Thermostiefel. Socken, wir haben noch was dabei. Da die Weste. Und die olle Mütze. Und was haben wir hier noch? 31%. Oh. Da wünscht man sich ja schon fast, aber auch nur fast, dass einen der Wolf beißt. Dass man das Zeug mal noch verwenden kann und nicht einfach ungenutzt verschwendet. Oh, ich will das Essen nicht hier lassen. Ich hab da irgendwie... Nee. Aber das Werkzeug lasse ich hier. Braucht keine Sau. Braucht das Werkzeug. Echt. Was soll ich damit? Angelzeug... Brauche ich eigentlich auch nicht. Das ist aber egal. Ein Nähzeug lasse ich hier. Und dann, ja, so viel zum Hierlassen haben wir jetzt auch nicht. Aber wir müssen, glaube ich, auch bald mal gucken. Ich würde gern versuchen, nach Hause zu kommen. Wir gehen jetzt mal von der Insel wieder runter. Nebel, toll. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch losgehen mag.
Wisst ihr was? Wir heben uns das auf für morgen. Beziehungsweise also in-game morgen und bei uns so im echten Leben am Montag. Sehen wir uns am Montag wieder. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kommt gut in die nächste Woche rein. Wir sehen uns am Montag wieder und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, für Kommentare und für Däumchen, für Abonnements und ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen. Bye bye, bis Montag.